Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jana hatte eine grandiose Idee. Und zwar wird es heute ein irgendwie anderes Video geben, von dem ich halt wirklich noch nicht ansatzweise weiß, was passieren wird. Wir haben ganz, ganz viele Ballons und Jana hat die mit irgendwelchen... Was hast du überhaupt gemacht? Ich check's also, immer noch nicht. Da sind sechs, also das sind quasi... Da sind nur gute Aufgaben für dich drin. Aufgaben? Nee, nicht Aufgaben, die muss ich für dich. Oha! Also du machst warte. Also, da sind sechs Aufgaben für dich, sind die gut. Dann sind da zwei Nieten drin. Dann ist da eine verkackte Aufgabe. Also Schlechte Aufgabe. Nein. Und ein Hauptgewinn. Und ich weiß, wo der Hauptgewinn drin ist. Oha! Gerne, hab ich vergessen. Wow! Ich check's nicht so ganz. Das heißt, ich muss heute quasi eigentlich immer Ballons poppen. Ja, und dann muss ich entweder was machen. Das sind zehn Ballons und du darfst fünf über den ganzen Tag poppen. Nur fünf? Ja. Und was mit den restlichen? Ich check's immer noch nicht. Wie nennt man das denn? Ich mache Aufgaben aus Ballons. Einen Tag Ballonplatzen Aufgaben machen Sachen. Egal, Leute, ihr checkt schon, während wir das machen. Ich werde es auch gleich checken. Bevor ich das jetzt gleich aber checke, habe ich noch was sehr, sehr Cooles für euch. Und zwar wisst ihr ja, dass ich bei Ninja Warrior Germany Kids die Feldreporterin übernommen habe. Und es gibt dazu auch noch eine extra TV Now Doku. Die nennt sich von Insta zu Ninja, wie ich quasi zur Moderatorin geworden bin. Und falls ihr noch kein TV Now Abo habt und es euch noch nicht anschauen konntet, dann habe ich jetzt einen mega coolen Code für euch. Und zwar kriegt ihr mit dem Code JuliaBeautics, alles groß geschrieben, ein TV Now Premium Plus Abo für 4,99 € statt 7,99 € pro Monat. Ihr könnt es monatlich kündigen, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ihr könnt damit sowohl Ninja Kids als auch die Doku und ganz, ganz viele andere Shows und Serien komplett werbefrei und auf zwei Geräten gleichzeitig schauen. Also schaut auf jeden Fall mal unten in der Infobox vorbei. Also darf ich die jetzt platzen lassen? Ja. Oh mein Gott, geil. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, dass wir ungefähr das kürzeste Intro dieses Planetens gedreht haben. Also Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut, falls ich euch das noch gar nicht gesagt habe. Das geht jetzt irgendwie gerade voll schnell. Ich bin voll überfordert. Aber ich habe mir jetzt eine XXL-Sicherheitsnadel geholt. Isn't that crazy? I know. Und ich weiß nicht, welchen ich poppen soll, Jana. Kannst du mir keinen Tipp geben? Nö. Was, wenn ich jetzt direkt den Hauptgewinn mache? Dann wäre das ganze Video doch für den Arsch. Oder was, wenn ich jetzt direkt die schlechte Aufgabe mache? Dann habe ich keinen Bock mehr. Mach einfach. Zieh einen runter und dann komm auf zu dem. Oh, ich weiß nicht. Warum grinst du so? Ich mach einfach so. Doch, du grinst aus einem Grund, Jana. Nein, ich weiß wirklich nicht, was da drin ist. Ich hab's vergessen. Du grinst schon wieder. Ja, ich muss lachen, sorry. Ich hab Angst. Oh Gott. Oh, ich hab Angst vor dem, das zu poppen. Ich trau mich das gar nicht. Mach einfach. Gott, war das laut. Okay, hier ist jetzt ein Zettel. Hä? Du kriegst jetzt etwas zu essen. Du willst wissen, was? Nö, sag ich dir nicht. Hä? Wie, du sagst es mir nicht? Muss ich jetzt mit geschlossenen Augen irgendwas essen, oder wie? Nein, ich mach irgendwas und du darfst nicht essen. Was? Du machst mir was zu essen? Ja. Geil. Fängt doch richtig gut an. Oha. Hä, geil. Oha, du hast sogar... Hä, hast du die gefunden? Mhm. Ich hab die in meiner Süßigkeiten-Schublade versteckt eigentlich. Ich hab jetzt gedacht, du machst irgendwie so eklige Kekse oder sowas oder irgendwas, um mich zu ärgern. Aber das ist ja voll das tolle Video. Wenn du nicht die blöde Aufgabe ziehst. Gott, ich hab Angst. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingspasta-Sorte ist. Ich glaube, von den meisten ist die Lieblingssorte Penne. Aber meine also bei Lieblingssorte mir ist entweder Linguine oder Penne oder Tagliatelle. Mag das Video. Lass weitermachen. We are back at the balloon party salon and I can't decide which one I should take. I think I take this one right over me because I can't see Janas Gesichtsausdruck now because the camera is in front of it. I'm very scared, but I think it will be fine. Warum lachst du? Nein, was habe ich gemacht? Eins wusstest du, ne? Ist es das? Hauptgewinn! Oha! Wow, Hauptgewinn, Lust auf ein bisschen springen. Lass in eine Trampolinhalle. Ja, Mann, lass in eine Trampolinhalle. Hey, Jana, voll geil. Well, also Trampolinhalle haben wir noch nicht geschafft, aber da kriegt ihr dann im nächsten Video einen kleinen Ausschnitt. Wir sind jetzt quasi back aus der Trampolinhalle, also wir haben das später gedreht, aber... Naja, we didn't, aber... Ja. Wir machen jetzt erstmal weiter und zwar... With the next Ballon. Ey, ich bin jetzt voll happy. Das ist ein cooles Video. I like it. Ich habe jetzt hier Ballon Nummer Orange. Nummer. Jetzt bin ich excited. Jetzt mag ich's. Also ich mochte es auch gerade schon, weil ich was zu essen bekommen habe. Ich hoffe, es ist das, was ich denke. Alles nur noch Essen, Jana. Oh. Essen deiner Wahl. Das Ding ist, wir haben jetzt gerade gegessen. Kann ich das auch später einlösen? Dann packe ich mir das jetzt in meine Hosentasche und später wird das dann eingelöst, wenn mein Tummy wieder empty ist. Oh, ich weiß nicht, was ich jetzt nehmen soll. Da können ja jetzt auch Nieten und so bei sein, ne? Schlechter hatte ich noch... Oh Gott.
Okay, ich nehme einfach weiß. Hauptsache, ich weiß ja eigentlich, dass jetzt ein Knall kommt, aber ich erschrecke mich einfach trotzdem. Oh, das ist was Großes. Was hättest du denn jetzt gerne? Sag irgendwas, brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Ich hätte voll gerne eine Massage, Jana. Okay. Du hast gesagt, ich brauche kein schlechtes Gewissen haben. Ja, man sieht dir die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Ich möchte jetzt gerne eine Premium-Massage, Jana. Ich habe einen sehr verspannten Nacken. Das knackt jetzt schon. Also ich finde es super. Bisschen weiter oben? Ja, das ist gut. Nur weil es so ein bisschen verspannt ist da ein oben. Also ich verstehe jetzt nicht das Problem. Oh, das ist so eklig. Oha! Ich hasse das auch, wenn Leute mit so Händen so knacken. Hör auf. Okay. Vielen Dank für die extrem tolle Massage, mein Freund. Ich habe jetzt eine Sache und zwar möchte ich, dass du den nächsten poppst. Und dann musst du die Aufgabe für mich machen. Nö, dann ist es trotzdem meine Aufgabe, aber ich möchte mein Schicksal dir überlassen. Okay. Entscheide dich. Oh nee, du weißt es jetzt sogar. Ach nein, scheiße, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, ich weiß es. Oh Gott. Und? Was ist es? Ist es das, was für dich ist? Oh nee. Nein, das ist nicht für mich. Was denn? Kannst du gerne vorlesen. Du hast die eine blöde Aufgabe gezogen. Nein! Willst du nicht mal in den Pool für 5 Minuten plus tauchen natürlich? Jana, ich habe mir vorhin meine Haare gewaschen und so schön gemacht. Muss ich jetzt echt in den Pool? Oh. Weißt du, es war so eine dumme Idee, dich das machen zu lassen. Es war eigentlich klar, dass jetzt das Doofe kommt. I'm ready for the pool. I'm wearing a bikini and a t-shirt on top, so I don't show too much for you little nasty kids. Leute, wisst ihr, was das Schlimme ist? Die letzten Tage waren es einfach immer so 27, 28 Grad. Gestern war ich noch in Bayern, da waren es einfach über 30 Grad. Ich bin fast geschmolzen. Jetzt komme ich hier an, soll in den Pool und es sind 18 Grad oder so. Es ist auf jeden Fall echt nicht warm. Kannst du mir nicht erzählen, dass es warm ist, Jana? Es sind keine 18 Grad. Es fühlt sich an wie 18 Grad. Wie viel Grad sind es gerade? Es sind gerade 20 Grad. 20 Grad ist definitiv zu kalt für einen Pool. Springst du rein? Nee, auf keinen Fall. Kannst du mich mal am Arsch. Aber erst wenn du einmal ganz drin warst, fangen die 5 Minuten an. Nein, okay. Fang jetzt an, Jana. Aber du musst direkt rein. Du musst direkt rein. Ja. 1, 2, 3, los. Rein, 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 Jana, rein, Jana, rein. Jana, es ist so kalt. Oh mein Gott. Oh rein, mein Gott. Ganz rein, oh mein Julia. Gott. Ah! Ha! Jana, Jana, ich kann nicht tauchen. Musst du? Ich kann nicht tauchen. Du musst. Es ist so kalt. Du musst. Jana, ich kann nicht tauchen. Hallo, ich mach die gleich nochmal von neu, ne? Ah, ah. Doch, jetzt tauch. Nein, Jana. Jana, es ist so kalt. Sei nicht so asozial zu mir. Du musst aber rein. Ich such gerade eine warme Stelle. Es ja, ist bis dahin drin. Ist die Zeit am Stoppen. Es gibt keine warme Stelle. Ach, echt? Sehr komisch. Jana! Okay, auf drei tauchst du. Ich kann nicht untertauchen. Hallo, du musst tauchen. Eins. Oh mein Gott, Leute. Zwei. Drei. Ah, ich kann nicht. Zwei, drei. Okay, warte. Julia! Eins, zwei, drei. Ach Mann, Julia, jetzt mach. Okay. Deine Zeit steht übrigens die ganze Zeit, bis du tauchst, ne? Ach so, oh. Zwei, drei. Jetzt tauch ein bisschen. Nein, mir ist kalt! Du musst jetzt ein bisschen tauchen. Ich bin untergetaucht. Das ist aber kein Schwimmen. Wie schön. I did it. Achso, übrigens noch 4 Minuten. Wie? Ist nicht dein Ernst. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe eine halbe Stunde für diese Haare gebraucht. Ich habe die heute Morgen gewaschen. Weißt du, was das jetzt für meinen Haarwaschrhythmus bedeutet? Er ist am Arsch. 30 Sekunden. Ja. Mein Haarwaschrhythmus kommt eigentlich trotzdem nicht zurück. 5, 4, 3, 2, 1. Ich lasse dich nie wieder hier gewaschen. Warte, Julia, du musst noch mal rein. Warum? Nee. It's next balloon time. Und zwar habe ich jetzt einen grünen. Und I'm very excited. Ich habe jetzt wieder schon ein bisschen Angst, obwohl die blöde Aufgabe für mich ja jetzt weg. Aber jetzt kommen noch die coole für dich, theoretisch. Was sind der Zettel da? Oh, warte, dann könnte das jetzt auch eine Niete sein, oder was? Ja. Oh, sorry. Niete. Ich hole dann mal noch einen Ballon. I got a red balloon. Und irgendwie finde ich das gruselig, weil kennt ihr den Film S? Mit dem Clown? Der hat doch immer einen roten Ballon. Hoffen wir mal, dass das jetzt keine Horroraufgabe ist. Haha. Ein sehr gemütliches Bad mit vielen Extras. Geil. Hier kannst du sogar deine Haare direkt waschen. Schon wieder. Ich hab gar keinen Bock auf ein Bad jetzt. Ist mitten am Tag. Dann kann ich es auf heute Abend verschieben. Ja. Ja. Mein Bad ist fertig. Oh mein Gott. Jo.
mein Gott. Oh, du hast sogar ein Video von Remy angemacht. Oh. Also hier ist einmal eine Badebombe drin und dieses komische Öl da. Aha. Dann ist hier ganz viele Nüsse, weil du das gesunde Leben führst. Dann genau. Hier ein Video. Hier ist Wasser, hier ist eine Kerze und da ist ein Parfüm. Geht da rein. Aber da müsst ihr draußen bleiben, sorry. Guck mal er hier. Wie viele Ballons hast du jetzt eigentlich schon geplatzt? Das sind jetzt insgesamt 8 gewesen. Aber guck mal er hier. Er hat gar nicht genug Luft und er ist so richtig klein und er schwebt neben meinem Kopf her. Deswegen möchte ich ihn jetzt poppen, damit ich ihn erlösen kann. Und vielleicht hat er eine richtig besondere Aufgabe, weil er was ganz Besonderes und Einzigartiges ist. Niete. Wow. Einen darf ich noch? Nee, du darfst 9, aber cool. Also nicht alle. Okay, dann komm mit. Boah, ich hoffe, du ziehst nicht diesen einen, aber ich habe gar keinen Bock da drauf. 2 gute Ballonfreunde sind jetzt noch übrig. Und vorhin hatte ich einen lilanen und dann musste ich in den... Nee, musste ich nicht in den Pool, ne? Mhm. Was war nochmal der lilane? Das wäre der Hauptgewinn. Der Hauptgewinn? Oh, dann nehme ich jetzt nochmal lila. Lasst uns schauen, was meine allerletzte Aufgabe ist. Ich glaube, das ist das, worauf du gar keinen Bock hast. Nein, das war das andere, worauf ich keinen Bock hatte. Hä, du hast Bock, mein Zimmer aufzuräumen? Bist du geisteskrank? Das andere war Kuchen backen. Ich hab keinen Bock auf Kuchen backen. Oh nee! Och Mann, du hättest mir einen Kuchen gebacken. Ja. Ey, aber ich habe doch noch meinen Essenswunsch. Theoretisch könnte ich dich da einen Kuchen backen lassen, oder? Nein. Hauptsache, du gehst direkt davon aus, dass ich 2 sehr unordentliche Zimmer überhaupt habe. Also ich würde sagen, wir stehen schon in einem unordentlichen Zimmer. Okay, Jana, dann führe ich dich mal an meinen gewünschten aufräumbaren Ort. An deine 2. Stimmt. Let's go. Husch. Nach dort. Das hier ist mein Ankleidezimmer. Und da ist noch mein nicht ausgeräumter Koffer und mein nicht ausgeräumter Wäschekorb. Hey, beachte mich, Jana. Hallo. Ist das ein Oberteil? Ja. Warum ziehst du das nicht an? Keine Ahnung. Hallo, du wolltest es doch aufräumen. Jetzt gerade sieht es so aus. Not very pretty. Viel Spaß. Tschüss. Das andere? Und das andere zeige ich dir gleich. Sache, die räumt jetzt wirklich mal. Das ist gerade voll absurd. Hast du Spaß? Ich mag dieses Video. Okay, Leute, also, wenn ihr Bock habt, dass wir dieses Video mal andersrum drehen, dass ich Ballons für Jana mache und sie dann coole Aufgaben kriegt, dann gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben und dann machen wir das eventuell vielleicht. Thanks for cleaning. It's finished. So, nächster Raum. Kommen Sie mit. Da. Weißt du, da ich ja eigentlich eine prinzipiell super ordentliche Person bin, gibt es gar kein richtig unordentliches Zimmer bei mir. Deswegen möchte ich jetzt, dass du mein Bett machst. Okay. Thanks. Thank you, Janzi. Und weißt du was? Ich habe da noch was offen. Ein Essen meiner Wahl. Und weißt du was? Ich möchte kein normales Essen, sondern ich habe mir gerade überlegt, ich möchte Schokolade selber machen. Und zwar mit Marshmallows und Gummibärchen. Das wird super. Komm. Wir haben jetzt ganz viel Schokolade, Gummibärchen und Mini-Marshmallows. Das wird super. Wir sind wieder da. Ich mache jetzt hier gerade ein Wasserbad. Und dann werden 500 Gramm Schokolade, 600 Gramm Schokolade geschmolzen. Jetzt muss ich aber zuerst unsere Gummibärchen ein bisschen klein machen. Hauptsache war die Aufgabe nicht eigentlich, dass du mir die machst. Ja. Egal, ich will sie selber machen. Ich habe voll Bock drauf. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch erstmal total absurd für die meisten. Marshmallow, Gummibärchen, Schokolade. Aber ohne Spaß, Leute. Ich habe das letztens probiert. Das war der Shit. So, Leute. Warte, ich mache das hier mal aus, weil es geht ja sonst total auf den Keks. Wir haben jetzt hier meine neue persönliche Kochshow für euch. Und zwar werden jetzt die Gummibärchen hier so drinnen ausgelegt. Schön gleichmäßig, liebe Freunde, damit auch jede Ecke etwas abbekommt. Und dann kommen hier die Mini-Marshmallows zum Einsatz. Die kommen einfach so ein bisschen da drüber. Und jetzt kommt das eigentlich nur noch über unsere Mischung drüber. Ey, es wird so geil. Ich schwöre, Jana, das wird die beste Schokolade, die du in deinem Leben jemals gegessen hast. Ich glaube, es wird eklig. Du hast überhaupt gar keine Ahnung. Und jetzt kommen als Decoration hier oben noch ein paar Dinger drauf, damit man auch sieht, was sich in unserem guten Herzstück hier befindet. Tada! Das kommt jetzt in den Kühlschrank. Wir haben die Schokolade hier und jetzt mal, oh, das ist Schnee drauf. Was Jana sagen wollte ist, es ist schon ein paar Stunden später jetzt. Unsere Schokolade ist jetzt hart. Mit Schnee.
Ja, guck mal, wie wunderschön es aussieht. Meine Decorations. Alter, ist sie dick. Aber sieht voll geil aus. It's broken. Sieht voll eklig aus. Es ist nicht eklig. Wir machen so hier. Okay. Normale Schokolade hat auch gemacht. Aha, du hast keine Ahnung. Ohne Spaß, Leute. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, selbst Schokolade zu machen oder euch irgendwo eine zusammenzustellen, macht Marshmallows und Gummibärchen. Das ist der Shit. An dieser Stelle ist das Video jetzt auch vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, könnt ihr hier noch bei meinen beiden letzten Videos vorbeischauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und die Glocke aktivieren. Genau. Tschüss.